Video. Willkommen von der Mobile Workings 2016, wo wir in Lenovo sind mit einem 11,6 Zoll Yoga Notebook und zwar auch hier den 710, von dem es auch noch einen 14 Zoll Bruder gibt. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier auch ein weiterhin wunderschönes Gerät, denn es ist leicht dünn, lässt sich umklappen natürlich zum Tablet und dann entsprechend sehr schön benutzen als komplettes Notebook oder als Tablet in einem wirklich leichten und kompakten Format. Nur 1,04 Kilogramm, 40,9 mm dünn, wenn es geklappt ist und trotzdem eine Full-HD-Auflösung bis zu 8 GB RAM integriert hier und außerdem natürlich ein vollwertiges Windows dank dem Intel Core M-Prozessor, der das Gerät komplett lüfterlos macht. Machen wir das Ganze geht mal zu und dann seht ihr wirklich, wie schön dünn das ist, aber hat dann entsprechend noch leider wenig Anschlüsse, wie zum Beispiel nur ein Strom- und ein Headset-Anschluss hier. Auch durchsetzt natürlich nichts, denn sonst würden wir ja mit dem Yoga-Design das Ganze zerstören. Ein vollwertigen USB-Anschluss leider, wo gerade hier der Alarm dran ist, aber daneben noch ein Micro-HDMI, ich weiß nicht, ob das man hier erkennen kann, aber dann noch einen An- und Ausschalter und das war schon. Aber mit Adaptern können wir natürlich hier noch ein bisschen mehr rausholen, aber einen SD-Kartenleser zum Beispiel suchen wir hier vergeblich. Auch auf der Unterseite können wir sehen, RAM oder Festplatte bzw. SSD können wir leider nicht wirklich austauschen, aber das ist ja hier sozusagen ein Einstiegsgerät, aber leider wahrscheinlich wegen dem Intel-Prozessor etwas teuer. 799 Euro ist nicht unbedingt das günstigste im Gerät, was wir jetzt sozusagen hier in der Hand halten. Ich gehe mal hier von dem Tablet-Modus zurück in den normalen Desktop-Modus, der gefällt mir ein bisschen besser. Hier kann ich dann zum Beispiel einfach die Windows-Taste drücken und euch noch kurz die Kamera demonstrieren, wenn ich hier noch Cam eingebe. Denn wir haben hier natürlich noch Webcam oben und dann noch zwei Mikrofone. Wir wollen keine Location haben. Und dann seht ihr auch, die HD-Webcam hat hier eine sehr schöne Qualität und schaut dann einfach gut aus. Genau. Sehr viel mehr will ich gar nicht mehr erzählen zu diesem Yoga 710. Wir haben hier noch wirklich einige Geräte bei den Lenovo, die neu vorgestellt wurden, die wir euch zeigen wollen. Sollte im April verfügbar sein, dieses schicke Gerät, das man hier wirklich einfach umklappen kann, verwenden kann. Mit ein bisschen viel Plastik, aber trotzdem robustem Plastik, sage ich jetzt mal. Fühlt sich das hier wertig an, obwohl es relativ leicht ist. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren für weitere coole Videos von der MWC 2016. Bis zum nächsten Mal und tschüss.